Na, mal schauen. Jetzt haben wir wenigstens mal die Lage mal zum ersten Mal beobachtet. Jetzt wissen wir zufällig auch so ungefähr, jetzt weiß ich zumindest wenigstens, wie ich ungefähr damit umgehen soll. Ah, wie eine gewünschte Position, ich sag's euch. Irgendwie voll. So, na gut. Dann nehmen wir gleich mal unsere Drohne. Machen wir gleich mal da die Luft. So beim Dachl. Dass wir da vielleicht den einen oder anderen beim Dachl gleich mal zerficken. Okay. Passt so kleinere Gegner, die markieren wir ja sowieso. Die tun wir ja sowieso markieren. Da haben wir zum Beispiel noch einen speziellen. Einfach so welche Kleinigkeiten, die wissen wir vielleicht ja auch von dort erwischen könnten. Was ich zwar eher weniger glaube, aber man kann ja noch wohl hoffen. Beziehungsweise begegnen werden wir ja vielleicht ja auch noch den einen oder anderen ja noch währenddessen. Ah, was ein mehrere großer Schee. Boah, es ist schon mal gut aufdeckt. Das ist mal aufdeckt, passt. So, da haben wir was. Da haben wir wieder einen großen. Ja, da wundert es mich nicht, warum ich dann das nicht einmal annähernd geschafft habe. Passt. So, da haben wir auch noch wem. Was so gerade noch hin und wieder so Randgegner, die trifft man ja dann doch vielleicht auch ein bisschen einfacher dann. Dadurch, dass sie auch nicht checken, wo wir sind, ist es noch chilliger. Passt. So, mir ist ganz wichtig, dass wir den Schuxel mal als erstes erledigen. Kann ich vielleicht ein bisschen. Ist das schon der heftigste Zoom? Ich glaube, es ist schon der heftigste Zoom. Ja, haben tun wir ihn mal. Obwohl ich ihn fast nicht mehr gesehen habe, aber wurscht. Voila. Müsst mich verarschen. Sehen wir ja nicht einmal mehr gescheit. Oh, gut. Die Leiche wurde entdeckt. Geschleichte. Ja, aber immerhin schön, dass sie gleich mal drauf reagieren. Ja, moin. Fuck. Ich hoffe nicht, dass die genau die Straße benutzen. Oh shit. Kann ich nicht unbedingt gebrauchen. Und er dreht um. Ja, kommen die vielleicht jetzt? Oh shit. Wer so lang die. Hi, Verstärkung. Super, Alter. Na, haben tue ich dir mal. Ich meine etwas. Okay. Puh. Also, nicht schlecht, jetzt gerade von ihm. Nicht schlecht. Ah, damit hätte ich jetzt eigentlich gerechnet, dass ich mit dir, damit ich ihn nie so kriegen werde.
Einer weniger. So, da haben wir den anderen Wichser da. Machen wir Sniper Battle oder was? Anscheinend. Ha! Aber jetzt hab ich ihn, aber jetzt hab ich ihn. So, dann schauen wir gleich mal, dass wir den einen nach dem anderen mal machen. Zwar entdeckt haben sie mich, aber trotzdem. Schön. Number one. So. Ach komm, Alter. Ich hab nicht einmal irgendwie drauf gedrückt auf den Scheißtrick und passt. Ah, nicht schlecht. Next. Okay, genau hinter dahinter. Ah! Okay, jetzt haben wir mal gedacht, das war der Schädel. Uff. Da hat er kassiert. Da hat er kassiert. Feig. Zeig dich. Hoppala. Das war unabsichtlich. Na moin. Ich glaube, man betäubt. Auf chillig. Passt. Ah, sonst ruhig alle kommen. Na moin. So, dann machen wir hier gleich mal den nächsten. Oh, wie lieb. Ach, Gott sei Dank, dass der nicht aufgeholfen wird oder sonst etc. was. Einmal. Zweimal. Ah, schön. Da macht das Spiel natürlich gleich mal viel Spaß. Viel mehr Spaß. Wenn man gleich mal bei der sicheren Seite ist und einfach nur mal. Ja, dann einmal da, dann schießen wir mal den da. Und ich habe ihn nicht vergessen, mein Freund. So, hätte ich gesagt gehabt. Schaut gut aus. Okay, was. Was will ich da jetzt wieder abknallen? What the fuck? Schauen wir, dass wir da gleich mal irgendwie in Deko kommen. Sonst sind wir so schnell wie möglich gefickt. So, ich weiß zwar jetzt nicht den Weg ungefähr, aber wir machen das jetzt einmal. So. Nehmen wir mal einfach da irgendwo einen Weg, was wir heute am besten finden werden. Bin gespannt. Aber auch wegen der Information bin ich jetzt gespannt, was wir da so erfahren werden. Jetzt habe ich mir gedacht gehabt, okay, ja, wäre chillig, wenn wir jetzt auch so hätten aufkommen können, aber na gut. Das ist jetzt so. Komm schon, irgendwo müssen wir ja da rauf erkennen. Auch jetzt nicht nur dort. Von wo wir kommen sind. Oder beziehungsweise wo wir vorher oben waren. Ich glaube, das schaut eher so danach aus. Information, aber oh, es ist jetzt sowieso. Und Kisten haben wir auch, wir sind da mehr. Auch Bombe. Okay, Drohne. Drohne dürfen wir nicht unterschätzen. Die müssen wir mal machen. Wenn die da schon so herumschwirrt.
Aha, der hat aber auch ein Gegner was droppen lassen. Ah, oh, gut. Jetzt müsste dann aber ganz oben sein. Ja, denke ich mal. Voll, wo ist die? Okay. Ist auch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Nicht schlecht. So, wir nehmen auch mal die Kiste auf da. Schauen wir mal, was wir da haben. Okay, no, klingt mal einiges besser. Ja, einmal das hier. Ah, Munition. Okay, ja. Ja, hab ich mir doch gehabt. Normalerweise kriegst du immer irgendwas dazu. Hey, mein Freund, wie schaut's denn aus? Kriegen wir da irgendwie ein bisschen was Informationen von dir aus? Willst du mir vielleicht etwas sagen? Ich hab dir alles gesagt, also tu mir bitte nichts! Na dann, niederschlagen. K.O. Ja, das nehme ich gern. Ah, da drin ist was Wichtiges. Alles klar. Da haben wir auch was. So, dann bauen wir nur noch ein Tier. Manchmal dürfte ich mich nicht allzu sicher fühlen, weil wir sonst vielleicht ja noch mal gehen. Hi! Einfach mal so einen schönen Tag, ich euch Kisti, wie geht's euch, Wissen Sie, wo ich diesen Ort befinden könnte? Ich weiß, wo Sie mal nachsehen könnten. Danke für die Unterstützung. Karte aktualisiert. So, und was? What? Da kackseln wir da einfach mal da durch. Passt eh. So, die Komponenten haben wir schon einmal. So, dann brauchen wir einfach nur ein Fahrzeug und dann verschießt man sich eh. Am besten eigentlich, wenn wir da auch noch raufkommen würden. Aber ich glaube eher weniger, dass wir da raufkommen. Na, oder? Dass man da noch die Treppen. Ja. Anscheinend sind da noch relativ viele da bei der Seite. Dass wir eigentlich da die ganze Zeit eigentlich spazieren gehen. Und was, ja, es war wenigstens vielleicht wert. Vielleicht. Okay, da machen wir die nächste Kiste. Ah, Kiste ist wichtig. Luda, Lobo. Da kann man nicht einfach Nein sagen. Kein Kontakt bisher. Trotzdem. Ich such weiter. Verschauen Sie mich! Oh, nice. Alter, und dann auch noch vor der Person. Na moin. Aber geil. Also das Ausschlitzen, das war jetzt geil. Bist du narrisch? Na gut, schauen wir, dass wir da rumkommen, oder? Oder ist das genau... Ah, da muss ich wieder die Meier machen. Und dann kommen vielleicht doch noch wieder mehr und das ist dann auch wieder was. Und ich glaube, die kann man nicht mit Nahangriff. Ich glaube, die kann ich nicht mit Nahangriff mehr machen. Ich glaube es nicht. Kann ich irgendwas machen, Berner? Fuck. Fuck. Oh. Okay, ja, passt. Und runter mit uns. So, dann können wir fahren. Ja, let's go. Wir fahren einmal weg, Alter. Ich glaube, das wäre die gescheiteste Idee. Nee, nicht schützen. Einfach fahren. Einfach fahren. So, ja. Wir wollen nicht Passagier sein. Wir wollen auf...
Fahr. Fahr einfach los. Perfekt. Ja. Scheiß einfach auf die Kiste. Sonst wird es nichts. Ah, Fahrzeug ist eh klar in der Nähe, dann passt das eh. Und aus mit uns! Perfekt. Kommt der da eh auf, ey? Ich hoffe es für ihn. Sonst kriegt er gleich mal einen Knackwatschen. Die gleich mal gewaschen hat, der Wahnsinn, Alter. Hi. Stör ich gerade? Ah, Informationen hätte ich wirklich gern. Oh, lieben gern, alles Mögliche. Ein Ort, an dem ich diesen Waffenaufsatz finden kann. Ich danke Ihnen. Kann ich es anscheinend nur einmal fragen, oder wie? Ah, okay. Interessant. Na gut, let's go. Schauen wir mal, dass wir da zur Hauptstraße da aufkommen, hätte ich gesagt. So viele Gegner, aber na gut. Ui. Hoffentlich kommt der Zug nicht. Aufpassen mal. Aber das ist eine geile Strecke. Oh, ich hoffe sowas von, dass da jetzt kein Zug kommt. Oder beziehungsweise wann der Tunnel überhaupt mal endet. Fuck, fuck. Okay, ja, dann bleiben wir wieder in der Mitte. Ist mir auch recht. So, bleiben wir einfach mal nach oben. Wieso habe ich genau das Gefühl, dass mir das dann zu einem Verhängnis wird? Aber dabei schaut es noch immer gut aus. Schaut wirklich noch gut aus für uns. Perfekt, so jetzt bauen wir dann den Zug eh nicht mehr. Derweil liegt es ja, eh noch auf unserem Weg, nicht an. Hoppa. Uiuiuiui. Nicht übertreiben. Sind die wieder zurück? Das ist jetzt. Ja, die sind wieder zurück, habe ich so das Gefühl. Na gut. Okay. Man hat eigentlich gedacht gehabt, dadurch, dass wir die eigentlich da in dem Bereich da ausgelöscht haben, sollten wir eigentlich ja Ruhe haben, irgendwie ein bisschen. Weil wir doch gehabt, weil wir ja doch zu dem Einsatzziel wieder vorbeischauen müssen, etc. Aber wenn wir wem begegnen, dann machen wir halt einfach kalt. Okay, dann haben wir schon mal was gecheckt, das ist auch gut. Schauen wir gleich mal bei dem Hammerer gleich mal vorbei. Da wird sich auch denken, ja, ist sicher, gehen wir mal kurz spazieren. Oh, damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass da zwei waren. Ach du Scheiße, na gut, passt. Weil vorher letztens nur einer war und dann habe ich mir gedacht, ja, na gut, passt. Walker. Ich würde dir doch sagen, wenn ich mehr wüsste. Uff, nice. Ach, geh komm, unnötig. Ich habe ein bisschen jetzt gerade richtig verkackt, aber na gut. Aber Hauptsache wir haben's. Schau ich mir dann auch gleich die neue Waffen dann an, was wir da gekriegt haben. Das heißt, Gizzi, du brauchst keine Angst haben, geh komm. Ich brauche Hilfe, diesen Ort zu finden. Kennen Sie ihn? Hier werden Sie finden, wonach Sie suchen. Super, danke. Dankeschön, sehr freundlich. Ah, schnelle Reise können wir jetzt dort machen.
Das ist ja auch was Gutes. So, da sind wir mal wieder. Servus, Christi, wir haben die Komponenten. Na, sieh mal an, sie leben noch. Ich fasse es nicht, dass sie das geschafft haben. Aber eine Sache brauche ich noch. Ich höre. Die betriebsfähigen Blaupausen für die Drohnen. Ich ertrage es nicht, dass meine Technologie zur Herstellung von Waffen missbraucht wird. Aber mit den Blaupausen könnte ich einen Weg finden, Sentinels Kriegsmaschinerie zu stoppen. Und wo genau finde ich diese Blaupausen? In der Drohnenfabrik? Richtig. Sie werden sicher streng bewacht, aber ich muss diese Blaupausen haben. Wir entwerfen eine Stadt, die auf dem Mars entstehen könnte. Wirklich? Okay, ich hole sie, aber konzentrieren wir uns erst einmal auf die Rettung der Erde.